Freunde, heute sind wir nicht nirgendwo anders als in Berliner Zoo. Ihr habt richtig gehört, der Zoo, der legendäre. Wir kaufen Karten. Let's go. Erster Eindruck, muss ich sagen, optisch, wow. Besser als Hagenbecks Tierpark. Krasser. Also so diese, wie man es so kennt, ne? So diese typischen Parkbauten, wo man so einen langen Weg hat, dann bis zum Ausgang oder auch Eingang. Ist richtig schön gemacht. Richtig schön gemacht. Ich bin gespannt, Freunde. Richtig gut finde ich, dass gleich am Anfang auch die Löwen sind. Also wie man das toppen will. Und auch ein viel größeres, weitläufiges Gehege für die Tiere. Also finde ich gar nicht schlecht. Willkommen im Jurassic Park, Reich der Jäger. Hier sind die Velociraptoren. Hier sieht man sie alle. Ja, die Löwen? Das ist schon schön gemacht. Das ist schon schön gemacht hier. Das ist schon schön gemacht, auf jeden Fall. Schöne große Anlage auf jeden Fall. Hier sind die Löwen nicht da, die sind da draußen. Da kann man richtig runtergehen. Schon schöne Gehege hier, auf jeden Fall. Sogenannte Panda Garden. Wir gehen rein. Wo sind die Pandalein? Da sehe ich sie doch schon. Geil. Da liegen die und schlafen sie. Läuft bei ihm. Ja, hier wird eine neue Attraktion gebaut. Ich bin gespannt. Das Ganze soll irgendwann Ende 2024 fertig werden. Könnt mal in die Kommentare schreiben. Ist das für den Affenbereich? Sieht auch aus wie so ein Tempel. Ich bin gespannt. So, jetzt kommen wir zu der Adlerschlucht. Auch ein Highlight hier. Schöne Steinadler. Steinadler, weiß man ja, die bleiben ein Leben lang zusammen. Und wenn der eine stirbt, dann stirbt der andere mit. Das sind Geier. Was haben wir da? Uhus. Pumba ist auch da. Und chillt sein Leben. Hakuna Matata. Schon so einen Rundgang machen und auch für Kinder wahrscheinlich interessant, ne? Man plant ja auch mit der ganzen Familie herzukommen. Sieht echt aus wie Neverland. Also Peter Pan lässt grüßen. Für Kinder hat, glaube ich, das ist eine richtig schöne, geile Anlage. Ist alles gepflegt, sauber. Da wackelt nichts, da rostet nichts. Also kann ich nur empfehlen hier. Hier sind meine Freunde. Hier fühle ich mich zu Hause. Guten Tag. Hallo. Da sind auf jeden Fall ein paar Fische hier unten. Ja, wer bist du? Ja, guten Tag. Ja, genau so. Sehr schön. Die entspannen. Den dicken in die Mitte, dann kann man sich gut drauflegen. Ich muss lachen. Diese Anlagen hier sind einfach schön. Fazit: Berliner Zoo, lohnt es sich? Definitiv, Freunde. Tiere sind sauber, schön gepflegt. Es macht meines Erachtens im Sommer ein bisschen früh zu. Das ist ja oft so in Tierparks. 18:30 Uhr finde ich aber
Einlass letzte Zeit und außer, dass hier die Wespen mega nervig sind. Ich hoffe, das gefällt euch als kleinen letzten Eindruck. Einfach nur mal schnell reinschauen. Was kann ich da erwarten? Ich habe jetzt extra nicht zu lange die Tiere gefilmt. Man bekommt ja auch hier, um Tiere zu sehen und sich nicht nur ein YouTube-Video anzusehen, auch wenn das heutzutage gang und gäbe ist. Bleibt deshalb mega gerne mit einem Abo und Like dabei und ich besuche nochmal die Pandas. Für mich das absolute Highlight hier. Peace!